Hallo und willkommen zu einer neuen Folge bei unserer Not So Berry Challenge. Die Minza, die kümmert sich gerade um den Jared, sie ist zwar todmüde, weil sie gestern noch lange Besuch hatte von ihren Freunden und hat ein kleines bisschen geschlafen, nicht sehr lange, und füttert jetzt erstmal ihren kleinen Sohn Jared. Er ist übrigens ein ruhiger Säugling und ein Frühaufsteher. Also scheint er wenigstens dafür, dass er ein Werwolf ist, nicht so anspruchsvoll zu sein. Ja, wir schauen mal. Oh, hat er gekötzelt. Ja, leg ihn mal da rein. Das ist eine gute Idee, Minza. Noch eine Marotte. Spuckfreudig. Jared bricht häufig, wenn er gefüttert wird. Säuglinge mit der Marotte spuckfreudig fehlt nichts. Ihr Verdauungssystem muss sich lediglich noch entwickeln. Alle Säuglinge sind unterschiedlich und besitzen bla bla bla. Okay. Oh, und wir wollten hier noch eine Nachricht schicken, okay? Ja. Kannst hier mit dem Pfeil eine lustige Nachricht schicken. So. Ich weiß, Minze, du brauchst eigentlich Schlaf. Aber ich würde gerne mal das mit dem Jagen, Nahrung jagen, probieren. Oh, jetzt weint er. Ruhezeit, weil zu lange wach ist. Ja, kleiner Mann, warum tust du denn hier nicht schlafen? Ah, jetzt ist er eingepennt, okay. Dass wir den einfach alleine zu Hause lassen können. Schon ein bisschen böse. Ciao, Minza. Aber der geht jetzt eh in die Tagespflege, oder? Ja. Zur Tagespflege. Oh, hier sind unsere Pflanzen verreckt. Nein, wir brauchen den Garten eigentlich ohnehin nicht mehr. Kannst du dich drum kümmern, Medi? Wiederbeleben. Alle gießen. Jetten. Ja, kümmere dich doch mal drum, wenn du heimkommst von deiner Arbeit. Du kannst hier fleißig arbeiten. So, Minza war jagen. Jetzt bin ich mal gespannt, was du gejagt hast. Normalerweise haben die dann immer so Fleisch dabei. Was hast du? Ich kann hier nichts Neues entdecken. Alienbescheinigung. Achtung, streng geheim. Dieses Dokument bescheinigt die Geburt eines Kindes rätselhafter Herkunft. Möglicherweise stammt es sogar aus einer anderen Welt. Das in einen funktionellen Rahmen gefasste Zertifikat gibt das Geburtsdatum, den Geburtsort und den Geburtshelfer an. Oh, das finde ich cool. Das sehen wir dann auf. Ich kann ja keine neuen Sachen entdecken. Was hast du gejagt? Oder? Nee, es kam keine Nachricht. Ich glaube, sie kam zurück, bevor sie was jagen konnte. Ja, dann mach hier wölferisches Nickerchen. Das füllt immer ganz gut auf. Komm, dann gehst du nachher noch mal jagen. Oh, ja, dein kleiner Mann weint wieder. Ja, ich seh's. Was ist denn los, Jared? Die ist nur langweilig, oder? Uäh, wer ruft denn hier an? Erik. Ich bin froh, dass du mir geraten hast, Zeit mit Ayaka Murakami zu verbringen, denn ich habe mich gut amüsiert. Schön für dich. Ach so, du tust ihn ins Bett drin. Und wir verhungern gleich. Minza. Mädchen, ist doch was. Haben wir was zu essen da? Hier ist so eine schöne Erdbeere. Hinunterschlingen, hinunterschlingen. Können wir hier ein Mobile dran machen? Ach so, nur wenn das Baby nicht drin ist. Kannst du ihn Schlaf wiegen? Schlaf jetzt, du Kind. Okay, scheint geklappt zu haben. Magst du hier wölfisches Nickerchen machen? Ich glaube, das geht ein bisschen schneller schlafen, oder? Jedenfalls, wenn man kein hochwertiges Bett hat. Da geht zacke zacke hoch, genau. Sehr schön, der kleine Jared hat auch geschlafen. Jetzt sind wir schon aufgefüllt. Ja, Staubsauger hier schon mal kurz. Das schaffst du noch, oder? Der Medi ist wieder da. Magst du jetzt mal Nahrung jagen gehen? Hallo Medi, danke, dass du den Garten machst. Du bist gestresst. Okay, zu viel gearbeitet. Du hattest doch gerade erst einen Burnout, oder nicht? Ja, und jetzt stresst ihn wahrscheinlich auch noch, dass er hier Garten machen muss. Demeti, ich habe ihn bisher nicht gezwungen, mit Jared was zu machen. Aber er schaut auch gar nicht nach ihm. Ja, kein Wunder, die sind ja auch nicht verwandt. Aber ja, manchmal interessieren sich die Sieben trotzdem dann für das Kind. Aber Demeti gar nicht. Wiederbeleben. Und, hast du was gejagt? Oder funktioniert das nicht, weil sie Vegetarierin ist? Ich dachte immer, die würden dann andere Sachen jagen. Aber ich glaube, das bringt gar nichts, wenn sie das macht. Doch hier, Pilz hat sie, glaube ich, gesammelt. Okay. Okay, also bringt die dann Gemüse mit. Nimm mal hier schnell Reste, bevor du uns verhungerst. Egal, was du isst, irgendwas.
So, der Mädi wird angerufen. Von wem? Der Erik schon wieder. Ich habe jetzt Lust auf fettiges, klebriges, ungesundes Essen. Wie man es nur auf dem Schräger Humor und Krasse Späße Festival bekommt. Hast du Lust, mit mir einen Happen zu futtern? Oh ja, das machen wir. So, wir sind mal aufs Festival mitgegangen, weil erstens ist er so gestresst, er braucht Spaß und ich dachte mir, er muss sowieso ein bisschen Abstand von Minza bekommen. Er scheint ja sehr gestresst von ihr zu sein und ja, Babyfotos teilen. Bist du vielleicht doch ganz entzückt von ihm und willst es nur nicht zugeben, Mädi? Ja, hier mit deinem Kumpel. Vielleicht will der Erik unser bester Kumpel werden. Oh, was wollen wir denn machen? Speise essen. Oh, ich bin ja, ihr wisst ja, ich bin immer jemand, der alles probieren will. Wollen wir mal handeln? Ihr redet über eine Kuhpflanze, okay. Ciao, Erik. Wir können gleich wieder reden. Wir wollen ja nur essen. Kriegen wir das Essen etwas günstiger? Oh, ja, okay. Dankeschön. Dann nehmen wir, was ist Merges? Spieß oder Tanschin? Wir wollen mal Spieß probieren. Ein Spieß bitte, wir wollen das probieren. Schön den Spieß essen, bevor es jemand anderes nimmt. Genau, mit dem Erik können wir wieder. Ich habe beschwert dich über das Liebesleben, das passt irgendwie. Wundert euch nicht, dass die Leute hier so glühen. Falls ihr das noch nicht kennt, was jemand noch nicht so lange spielt oder das nicht gemacht hat. Das ist wegen dem Tee, den es hier gibt, ja. Der Bradley ist ja auch da, das ist auch unser Kumpel von unserer alten Arbeit. Aber ist auch dein Spieß, Midi? So, Minza, was könntest du denn machen? Fähigkeit aufbauen. Ja, tu du ein bisschen programmieren üben, Minza. Ja, die Männerrunde hier. Der Erik ist toll, ich mag den Erik voll gern. Der Bradley ist auch nett. Oh, was ist das? Feuerwerk. Hui, das sieht lustig aus. Das sind Berühmtheiten hier, der Dirk Trumtänzer. Oh, der hat geheiratet, Sakamoto. Oh, schön. Schön für dich. Willst du hier nicht dein Spieß essen? Sonst schaffst du es hier nicht mehr, die Sachen alle zu essen. Ich glaube, das ist kein neues Rezept. Doch, ist es. Yay, Essen bestellen. Merges wollen wir auch probieren, was auch immer das ist. Mit dir ist ja, glaube ich, alles Essen, oder? Oh, hier ist der Chap Harris. Ich mag den Chap. Ja, wir gehen gleich heim. Wir essen jetzt hier noch ein bisschen. Du kannst hier umkippen. Oh, wer ist das? Detlef. Oh, ein Promi. Magst du mit dem Erik reden? Oh, scharf. Brennende Würze, was scharfes Gericht gegessen hat. Wie das brennt. Scharfes Essen kann Sims ganz schön zusetzen. Das kenne ich. Ich vertrage auch absolut keine Schärfe. Mein Mann kocht immer scharf, weil er ist halt so resistent dagegen. Für ihn schmeckt es gar nicht scharf. Und ich dann immer so, du bist scharf, Schatzelein, ich kann das nicht essen. Und er so, ich habe doch kaum Gewürz. Ja, ich bin da gar nicht resistent dagegen. Vielleicht versucht er mich auch heimlich resistent zu machen, sage ich immer. Ja, Spaß beiseite. Erik, magst du denn gar nichts essen? Ui, scharf. Aber ich will, dass du das Rezept lernst. Du verträgst es irgendwann, Mädi. Du bist nicht so wie ich. Ich bin nicht lernfähig, was das angeht, aber du schon. Tanschine wollen wir auch essen. Okay, hör mal kurz auf, mit ihm zu reden, sonst kriegen wir die Gerichte nicht mehr. Weil ich finde das toll, wenn man die alle lernt. Ich mache das immer mit meinen Sims. Jetzt noch Tanschine. Ah, Erik, holst du dir auch endlich was? Dankeschön. Ist da eine schöne Tanschine? Oh, die haben dich gemacht. Oh nein, wir müssen hier auch Essen bestellen. Oh, dann mal Guikon. Ah ne, die wollte nur irgendwo hingehen. Die Witzborder haben gewonnen. Ne, das Festival ist doch bald fertig. Oh, hier geht's ab mit dem Feuerwerk. Ui. So schön. Das ist ja schön im Feuerwerk. Das ist toll gemacht. Du wirst hier mit jemandem plaudern? Nein. Ja gut, jetzt ist ja eh alles vorbei. Kann man hier noch irgendwas Tolles machen? Hier ist eine Bar. Wir kippen zwar gleich um. Aber ich glaube, die schließen jetzt sowieso. Ich denke, wir gehen langsam heim, oder? Ja, du kippst mir eh fast um. Gut, wir beenden das und gehen heim.
So, schicken wir den Medi direkt ins Bett, bevor der uns umkippt. Ich hoffe, jetzt ist hier sein Stress wegen der Arbeit wieder besser geworden. Er müsste sich mal freinehmen. Wo ist denn der Jared? Ach, hier liegt er. Okay, du starrst hier den Mülleimer an. Minza, geht's gut? Das ist schön. Ja, tu mal zusammen Bauchzeit verbringen. Ja, wir drehen dich mal um, Kleiner. Oh, das ist eine blöde Stelle, die ihr hier ausgesucht habt. Oh, du Armer, du musst doch nicht weinen. Das Kind immer so weinen. Und schaffst du es? Weil da kam so ein Geräusch. Ich will jetzt gar nicht nachschauen. Ah, Kopfheben hat er freigeschaltet. Was war das denn gerade? Jared hat zum ersten Mal den Kopf gehoben. Es gibt so viel zu sehen. Wähle für Betreuungspersonen die Option zusammen Bauchzeit verbringen, um neue Meilensteine freizuschalten, die Jared helfen werden, die Welt auf mehr Arten und Weisen zu sehen. Meilenstein Guren freigestellt. Oh, ah, Jared kann zwar noch nicht sprechen, aber Gurlaute sind ein großartiger Schritt auf dem Gebiet der verbalen Kommunikation. Lass ihn mit anderen Sims oder Stofftieren Kontakt aufnehmen, um mehr zu üben. Oh, die Minze ist im Baden. Medi, wolltest du nicht ins Bett? Was ist los? Warum bist denn du traurig? Du hast Hunger. Und müde. Jetzt ist er eingeschlafen. Jetzt müssen wir ihn dann wieder wecken. Ja, weck ihn mal auf. Du musst ihn füttern und dann ins Bett legen, Minza. Wach auf, kleiner Mann. So, stillen. Na, jetzt gibt's Happa Happa. Oh, vielleicht legst du ihn nachher nochmal kurz auf den Boden, damit wir hier ein Mobile dazu machen können. Weltall natürlich. Nein, wieso legst du ihn jetzt rein? Kannst du ihn hochheben, bevor er einschläft, Minza? Tu ihn dort mal kurz rein. Und wir machen hier ein Mobile mit Weltall. So. Ja, schau doch kurz Spielzeug an, Jared. Meilenstein Hand nach etwas ausstrecken freigeschaltet. Doch, also Jared, du bist ja Überflieger hier. Was ist denn das? Jared hat begonnen, seine kleinen Ärmchen nach Objekten in der Nähe auszustrecken. Da er jetzt um Spielsachen bitten und mit Spielzeug auf der Spielmatte spielen kann, kann er den geschickten Einsatz seiner Finger perfektionieren. Schön. So, jetzt tust du ihn schnell ins Bett. Ja, du freust dich, dass das Fortschritte macht, das glaube ich dir. Der hat heute schon viele Meilensteine geschafft. So, und jetzt tun wir hier Schlaflied spielen. Kindlein schlaf. Marotte beruhigt sich selbst. Jared wird oft versuchen, sich selbst zu beruhigen. Säuglinge mit der Marotte beruhigt sich selbst neigen eher dazu, ihre kleinen Finger und Zehen in den Mund zu stecken, um sich zu beruhigen, wenn sie traurig oder wütend sind und weinen. Sie beruhigen sich auch selbst, um einzuschlafen. Alle Säuglinge sind unterschiedlich. Bla bla. Okay. Schön. Der ist sehr pflegeleicht, wie es ausschaut. Und dann auch noch so ein Überflieger. So haben wir ja ein super Säugling gekriegt. Was willst du hier unten machen? Das ist dreckig. Hä? Oh ja, hier ist es dreckig. Plünder hier mal Teile. Ja, Mäuse, ich weiß, Mitza. Dann Staubsaugen. Wegwerfen. Nee, das geht nicht. Du hast ein Inventar. Ja, ihr stiebst dir so herein. So. Hier drin musst du aber auch staubsaugen. Der Computer ist kaputt. Den kannst du dann gleich mal reparieren. Expertenreparatur. Sehr schön, jetzt ist es sauber. Kannst du noch reparieren. Wunderbar. Müssen eigentlich noch einen Keller bauen, dass sie als Wolf rumwüten kann, weil Jared wird den auch brauchen als Teenager. Den baue ich dann noch. Ich kann das nur nicht an dem Computer machen, sonst würde ich es in die Folge mit eingliedern. Aber ich muss es sowieso an der Folge anhängen. Ihr wollt ja bestimmt das kleine Speedbild sehen, auch wenn es nicht sehr lang sein wird. Für die, die das wollen, dann muss ich mal schauen, dass ich das separat aufnehme. Er weint, weil müde. Kannst du denn nicht in die Haie gehen, ja selber? Nee, lass den kurz. Ich will nämlich, dass du mit Midi hier was machst. Midi, steh mal auf. Weil wir haben ja noch die Torte, weil wir letztes Mal oder vorletztes Mal, letztes Mal geheiratet haben. Geh mal kurz aufs Klo, bevor du hier in die Höschen machst. Oh nein, du gehst nicht zur Arbeit, Medi. Urlaub nehmen. Oh, hier auf dem Klo mit dem Chef reden. Ja klar, mach das. Kurze Dusche.
Wir nehmen auch frei. Okay, du gehst baden, dann von mir aus. Minze schläft hier kurz hier unten. Ich habe übrigens noch ein paar Elemente, die wir letztes Mal nach unserem Alien-Ausflug eingeschickt haben. Ich habe sie von der Post ja geholt und dann lange nicht aussortiert, habe ich jetzt gemacht. Und wir haben hier ein paar mehr gefunden. Da musst du mal kurz Rechnung zahlen. Oh, Medi, komm mal her. Ich will. Oh, jetzt ist es verdorben. Oh nein. Oh, aufräumen. Ich wollte ihn mit Torte füttern. Ich steht da ja auch schon lange rum. Naja, dann halt nicht. Verdorbenes Essen aussortieren. Machen mal dem Medi vielleicht Frühstück servieren. Kannst du eins der neuen Gerichte kochen? Ist zwar kein Frühstück, aber egal. Spieße kann sie nicht essen. Nee, na gut. Dann servier hier doch mal einen Obstsalat. Das kann die Minze auf jeden Fall essen. Oh, Minze ist müde. Na gut. Dann macht der Mädchen schon mal essen. Ja, lecker Obstsalat. Schön machst du das. So. Und danach musst du wieder den Garten machen. Tut mir leid, dass du das immer machen musst. Hier ist immer noch eine tote Pflanze. Tu die mal wiederbeleben, hast du letztes Mal nicht gemacht. Und dann alles ernten. Jetzt ist Minze hungrig, ja? Obstsalat ist schon im Kühlschrank. Medi hat gemacht. Oh, diese lieblose Ehe hier bei denen. Hatte ich jetzt auch noch nie. Ist auch mal interessant zu spielen. Ja, wer weiß, wieso Medi hier bleibt. Bisher wollte er sich nicht trennen. Und Minze sowieso nicht. Oh je, sie hat bei ihren Brüsten wahrscheinlich einen Stau oder sowas. Musst du da zum Arzt gehen oder tut sich das von selber aufklären? Wir tun besser mal dem Arzt anrufen. Haben wir eigentlich eine Heiratsurkunde damals bekommen? Müssten wir ja eigentlich, oder? Ja, okay. Die könnte man eigentlich aufhängen. Wo hängt man denn sowas auf? So hier daneben vielleicht. Haben wir noch was zum Aufhängen? Nee, sie kann nicht zum Arzt. Aber du könntest dich mal impfen lassen. So, was wollen wir noch aufhängen? Die Urkunde könnte man, aber das tut man vielleicht nicht so öffentlich aufhängen. Aber das von unserem kleinen Mann. So, jetzt hängt das hübsch an der Wand. Wo bist du hin? Ach ja, impfen. Okay. Medi? Du bist ja noch im Garten. Ja, es regnet. Du musst hier nicht den Schirm öffnen. Es ist nicht viel Regen. Es scheint sogar die Sonne. Gibt es hier einen Regenbogen? Da sind schöne rosa Bäumchen. Nee, bisher gibt es keinen Regenbogen. Sehr schön, machst du das, Medi. Na, kannst du es retten? Ja, kostet halt nur Geld. Alle gießen kannst du auch gleich machen. Ja, ist die Flasche Medi seine Therapieform. Minza, mach doch hier an Wölfisches Mikro ran. So, das füllt nämlich immer so schnell auf. Meilenstein nachts durchschlafen freigeschalten. Keiner hat es für möglich gehalten. Aber Jared hat tatsächlich die Nacht durchgeschlafen. Kein Gejammer, kein Geschrei oder sonstige Unterbrechungen. Einfach nur Ruhe und Frieden und vielleicht ein bisschen Geschnauche. Das ist schön, der versorgt sich hier von ganz alleine. Müssen wir den mal wecken? Ja, weck den mal auf, der stinkt hier schon und alles. Ja, du kannst nachher joggen gehen. Hast einen Wutanfall, ja. Wach auf, kleiner Mann. Guten Morgen. Windel wechseln. Ja, du kriegst auch gleich Essen. Oh, Candy ist da. Kann nur gerade nicht an die Tür. Komm her, Jared. Wir tun jetzt deine Windelchen wechseln. Ah, füttern zuerst. Okay, Minze. Kannst du machen, das hätten wir eh machen müssen. Oh, da sind Seifenblasen rausgekommen. So, jetzt tun wir Windeln wechseln. Ja, mal sehen, ob er hier Freiluftpisler war. Oder haben wir schon drei Marotten bei ihm gefunden? Oh ja, er hat gepieselt. Ja, das findest du lustig. Ja, Freiluftpisseln. Jetzt haben wir aber alle gefunden, oder? Beruhigt sich selbst, spuckfreudig. Und ruhig. Ach nein, ruhig ist sein Dings. Nee, eine solche Eigenschaft fehlt noch. Meilenstein auf Betreuungsperson Pieseln freigeschaltet. Aber den Meilenstein haben wir. In Deckung. Jared hat beim Windelwechseln versehentlich gepieselt. Es ist nicht ausgeschlossen, dass dies noch einmal passiert. Hey, wir waren hier am Lesen. Aber fürs Erste wäre Duschen vielleicht eine gute Idee. Ja, arme Minze. So, magst du den hier wieder absetzen? Obwohl, du kannst ihn nach unten absetzen, oder? Nee, hier. Hier ist okay.
oder doch unten, dass der hier ein bisschen nicht nur im Zimmer liegt. Ja, jetzt musst du aber mal wild joggen gehen. Halt, wo wollte ich ja joggen? So. Medi wollte bisher immer noch nichts von ihm wissen. Verbot deine Wörter brüllen. Gefühl der Unsicherheit wegen Eifersucht. Aber Minza ist doch zu Hause. Oh, verknallt. Er ist immer noch verknallt in sie. Nekrochen machen, okay. Ich glaube, freiwillig würde er mit Sherrod gar nichts machen. Was denkst du denn von dem Kleinen? Nur, dass er nicht der leibliche Sohn ist, ein Bekannter. Oh, Angoran. Warum nimmst du ihn denn jetzt hoch, Minza? Jetzt legst du ihn dahin, wo es so unbequem ist. Okay. Vielleicht, wenn der Sherrod etwas mit ihm macht? Medi betrachten. Anlächeln. Medi sieht zufrieden aus. Wer ist denn das? Bella Kibo. Nö. Wir sind gerade beschäftigt hier mit unserem kleinen Freund. Medi scheint zurückzulächeln. Okay. Jetzt will er mit Bella plaudern. Uff, Säuglinge, weil in der Nähe eines Säuglings ist? Hä? Wo kommen diese kleinen Pimpfe überhaupt her? Die Welt ist ein wenig unerträglicher geworden. Was? Für Sims, die keine Kinder mögen. Ach, einmal keine Kinder. Okay. Aber jetzt machst du trotzdem Kuckuck mit ihm. Oh, das erste Mal, dass er freiwillig was macht. Minza ist halt sportlich drauf. Schön, dass ihr zwei euch unterhaltet, ihr. Der Kleine ist wieder eingeschlafen. Die Bella ist ein bisschen aufdringlich dort. Die nähern sich ein bisschen an, aber Minza will wieder weggehen. Hä? Wachsende Familie, weil jemand in der Nähe verehrt. Wen verehrst du? Von ganzem Herzen. Verehrung. Was für ein Glück, das neue Baby in das Leben von Minza bringt. Oh, tja, Medi, die ist dir davon gelaufen. Na gut, wenn du keine Kinder magst, dann lass es halt. Minza kümmert sich schon drum. Und dann könntest du mal Abendessen machen. Können wir jetzt diese schöne neue Mahlzeit machen? Aber ich glaube, er hat nur eine gelernt. Ja, dann koch halt hier Tofu-Tacos. Okay, Minza ist im Computer. Na schön. Und hier der Kleine ist wieder eingeschlafen. Unser Goldkind hier. Hm? Ja. Aber dann ist die heutige Folge auch schon wieder zu Ende. Wir lassen den Kleinen hier mal in Ruhe schlafen. Er scheint sehr, ja, schläfrig zu sein. Und ich bin schon gespannt, wie es sich weiterentwickeln wird und wie es hier vor allem auch mit diesem unliebsamen Paar weitergeht. Ob Medi bleibt oder nicht bleibt. Und ja, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Würde mich freuen, wenn ihr wieder da seid. Und habt noch einen schönen Tag. Tschüss.